So, hallo nochmals, letzter Termin heute. Wir waren stehen geblieben beim Thema Matching. Wir haben uns befasst mit dem allgemeinen Problem zunächst mal, haben es eingeführt. Gegeben ist ein ungerichteter Graph. Gesucht ist eine Auswahl der Kanten, ein Matching. Das heißt, keine zwei von den ausgesuchten Kanten dürfen inzident zum selben Knoten sein, ja? Also das heißt, jeder Knoten ist in dieser Auswahl zu maximal einer der ausgewählten Matching-Kanten inzident. Wir haben uns mit dem Bipartitenfall befasst, Heiratsproblem. Das heißt also, wir haben zwei Mengen von Knoten und alle Kanten gehen zwischen Elementen der einen Menge, von den Elementen der einen Menge zu den Elementen der anderen Menge. Wir haben beim letzten Mal schon begonnen, uns mit dem allgemeinen Fall zu beschäftigen, oder wir haben es auch fast abgeschlossen. Der allgemeine Fall ist eben, dass der Graph nicht bipartit ist, sondern beliebiger ungerichteter Graph ist. Wir sind immer noch beim kardinalitätsmaximalen Matching. Das heißt also, was wir maximieren wollen, ist die Anzahl der Matching-Kanten. Wir werden heute dann noch zu sprechen kommen auf den Fall, dass die Kanten Gewichte haben und wir wollen die Summe der Gewichte im Matching maximieren. Das allerdings dann auch wieder nur für den Bipartitenfall. Der nicht gewichtete Fall ist uns hier zu kompliziert in dieser Vorlesung. So, also jetzt nochmal kardinalitätsmaximales Matching in beliebigen ungerichteten Graphen. Da haben wir den Algorithmus von Edmonds gesehen. Hier nochmal das algorithmische Problem, kardinalitätsmaximales Matching ganz allgemein. Eine Rekursion, einer seltenen Fälle, wo wir mal hier eine Rekursion haben oder wo ein Algorithmus, Sie wissen ja, Algorithmen lassen sich immer entweder als Schleife oder als Rekursion formulieren, das ist äquivalent zueinander. Aber ich versuche immer die möglichst natürliche Variante zu wählen und hier ist die natürliche Variante die Rekursion, weil das Dominierende jetzt etwas ist, wo der Graph immer modifiziert, immer verkleinert wird und dann geht es noch wieder von vorne los. Sie erinnern sich, das Grundprinzip ist, dass wir augmentierende Pfade suchen. So wie wir es vorher beim bipartiten Matching auch hatten, modifizierte Graphensuche, so wie wir das auch beim bipartiten Fall gesehen haben. Jetzt konkret eine Breitensuche. Beim bipartiten Fall haben wir es noch offen gelassen, ob es eine Breitensuche oder eine Tiefensuche oder sonst was ist. Das war vollkommen egal. Hier ist es schon wesentlich, dass es eine Breitensuche ist. So, was jetzt passieren kann, im bipartiten Fall haben wir gesehen, was passiert ist, wir starten von einem exponierten Knoten, von einem Knoten, der keine Matching-Kante enthält und gehen immer alternierend voran. Also als erstes natürlich eine Kante, die nicht zum Matching gehört. Logisch, wir starten ja mit einem exponierten Knoten, dann eine Kante, die zum Matching gehört, dann wieder eine Kante, die nicht zum Matching gehört und so weiter und so fort, bis wir zu einem anderen exponierten Knoten kommen. Und wir haben uns klar gemacht beim bipartiten Fall, dass wir, wenn es von dem Startknoten aus überhaupt einen alternierenden Pfad irgendwohin gibt, zu einem anderen exponierten Knoten, dass diese Suche einen solchen Pfad finden wird. Das heißt also, im bipartiten Fall ist es einfach eine Schleife, in der wir versuchen, einen augmentierenden, alternierenden, verbessernden Pfad zu finden. Und wenn wir von einem Knoten aus keinen mehr finden, dann wissen wir, es gibt keinen mehr. Und wir wissen vom Satz von Bergé, den wir beim letzten oder vorletzten Mal besprochen haben, dass dann das Matching auch kardinalitätsmaximal ist. Hier kann jetzt noch etwas anderes passieren. Deshalb wählen wir die Breitensuche. Es kann uns passieren, dass die Suche in eine Blüte, in eine Blossom hineinläuft. Das haben wir beim letzten Mal noch gegen Ende genauer betrachtet. Brauchen wir hier nicht nochmal zu betrachten. Ein anderer Fall, der Fall im der in dem bipartiten Fall nicht auftreten kann, weil in einem bipartiten Graphen alle Zyklen gerade Länge haben, aber eine solche Blossom, eine solche Blüte ist ein Zyklus ungerader Länge, ist durch eine Breitensuche zu finden und dann kommen wir nicht weiter. Die Situation ist die, dass es möglicherweise noch augmentierende Pfade gibt,
irgendwie durch die Blüte hindurch, nur wir finden ihn nicht. Das haben wir beim letzten Mal ausführlich diskutiert. Und was jetzt passiert ist, das ist jetzt der rekursive Anteil. Wir schrumpfen die Blüte in einen einzelnen Knoten, haben wir beim letzten Mal gesehen, und machen einfach weiter. So, was passiert also hier? Moment, ist das hier? Genau. Wir haben gesehen, wie die Suche das findet, nämlich, dass wir uns immer merken, ob wir gerade oder ungerade sind. Und wenn wir eine Kante finden zwischen zwei Knoten derselben Parität in der Breitensuche, dann ist diese Kante plus die beiden Pfade, wo die beiden Pfade zum ersten Mal auseinandergehen, das ist eine Blüte. So, in dem Fall hören wir erstmal auf mit der Graphensuche, um einen augmentierenden Pfad zu finden. Denn wenn da eine Blüte drin ist, mindestens eine, dann wissen wir ja, wir kommen nicht unbedingt weiter, selbst wenn da noch augmentierende Pfade sind. Wir suchen uns eine solche Blüte, leicht zu finden, hatten wir besprochen, habe ich eben noch mal kurz skizziert. Wir schrumpfen die und dann haben wir eine neue Situation, einen neuen, kleineren Graphen, wo diese Blüte ersetzt wurde durch einen einzigen Knoten. Rufen mit dem bisher erreichten Matching den Algorithmus rekursiv auf. Also wir fangen nicht immer wieder mit dem leeren Matching an. Und hinterher kriegen wir kriegen wir für diesen reduzierten Graphen G' ein optimales Matching raus. M' wurde optimiert. Das ist die Induktionsvoraussetzung. Ja, bei Rekursion ist natürlich immer im Gegensatz zu Schleifen die Voraussetzung, dass der rekursive Aufruf auf einem kleineren Graphen, daher der Rekursionsparameter, Anzahl der Knoten, wenn Sie wollen, oder Anzahl der Kanten, ist egal, ist die Annahme, dass die Routine auf diesem kleineren Graphen tatsächlich ein optimales Ergebnis liefert, und unter dieser Annahme müssen wir nur zeigen, dass dann in dem ursprünglichen Graphen das, was wir tun, um das Ergebnis, das Matching auf dem kleineren Graphen wieder zurückzubringen auf den ursprünglichen Graphen, dass das dann optimal ist. Das haben wir beim letzten Mal gesehen, dass es hier nochmal etwas verkürzt darstellt, in der offensichtlichen, einzigen, eindeutigen Weise werden. Wir haben der Knoten in G' ist der Knoten, der für die Blüte stand, auf jeden Fall gematcht. Wenn wir die Blüte wieder ausdehnen, aufblasen zu ihrer ursprünglichen Form, dann wird eine der Kanten, die zu einem der Knoten in der Blüte inzident ist, diese gematchte Kante sein. Und von da aus gehen wir einmal rum, immer alternierend, und fügen entsprechend viele Kanten ein. Haben wir beim letzten Mal alles gesehen. So, wir haben im Prinzip die Implementation, haben wir schon auch schon gesehen, wie das mit der Breitensuche funktioniert. Dadurch, dass wir Breitensuche nehmen, brauchen wir einfach nur von der Kante, wo wir gleiche Parität entdeckt haben, zurückgehen bis zum gemeinsamen Knoten. Und der Beweis, wäre jetzt hier noch zu sehen. Der Gesamtkorrektheitsbeweis, sehen Sie hier, ein einziger Satz, folgt unmittelbar aus der Invariante. Was ist die Invariante? Die Invariante ist genau dieses Kardinalitätsmatching für den Inputgraphen. Die wird, was wir hier beweisen, wie immer, ist die Beibehaltung der Invarianten im Induktionsschritt. Und wenn diese Invariante erhalten bleibt, dann ist sie auch ganz am Ende im obersten rekursiven Aufruf erhalten geblieben. Und wenn jeder rekursive Schritt ein kardinalitätsmaximales Matching seines Inputsgraphen zurückliefert, ist es natürlich der alleroberste rekursive Schritt genauso, der das tut. Und damit reduziert sich die eigentliche Korrektheit auf einen einzigen Satz, vorausgesetzt, dass die Invariante tatsächlich durchgehalten wird. Rekursionsanfang ist einfach.
wenn er auch nicht in eine Blüte reinrennt, dann hätte er eigentlich einen augmentierenden Pfad finden müssen, wenn es noch einen gibt. Und wenn er keinen gefunden hätte, dann gibt es eben auch keinen. Und dann sagt der Satz von Berge, dass das Ergebnis maximal ist. So, jetzt für diesen rekursiven Schritt. Wenn wir am Anfang starten und M ist noch nicht maximal, wir wissen am Anfang eines rekursiven Schritts natürlich nicht, ob das Matching M, was wir da gerade haben, maximal ist oder nicht. Wenn es nicht maximal ist, dann haben wir schon uns überlegt, entweder wir laufen den augmentierenden Pfad oder die Tatsache, dass der Graph nicht bipartit ist, schlägt zu in Form einer Blüte, in die wir laufen. So, wenn wir haben schon gesehen, für bipartite Graphen im Beweis haben wir gesehen, wenn die Suche keinen augmentierenden Pfad findet, dann läuft sie auf jeden Fall in einen Zyklus ungerader Länge. Das haben wir schon gesehen. Das können Sie, wenn Sie den Links hier folgen, nochmal nachlesen. Und wir haben außerdem schon gesehen, es gibt zwei Möglichkeiten. Ja, das ist einfach nur nochmal Aufsammeln von Sachen, die wir schon gesehen haben im Zusammenhang mit bipartiten Graphen. Wenn die Graphensuche in einen solchen Zyklus ungerader Länge läuft, dann ist sie entweder zurückgelaufen zum Startknoten, dann ist es keine Blüte, oder alternativ ist sie in eine Blüte hineingelaufen. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Und hier kommt jetzt zum Tragen nochmal im Beweis, dass wir Breitensuche verwendet haben, denn im Gegensatz zur Tiefensuche kann ja durchaus über irgendwelche Umwege zurücklaufen zum Startknoten. Breitensuche kann das nicht. Breitensuche geht sofort in alle Richtungen vom Startknoten weg, benutzt alle Kanten. Wir sind in einem ungerichteten Graphen. Das heißt also, alle Kanten, über die man potenziell zum Startknoten zurückkommen könnte, werden in den allerersten Schritten der Breitensuche schon in der umgekehrten Richtung verwendet. Es ist völlig unmöglich, dass die Breitensuche in einem ungerichteten Graphen, wohlgemerkt, es ist völlig unmöglich, dass die Breitensuche in einem ungerichteten Graphen wieder zum Startknoten zurückführt. Also bleibt das übrig, dass genau der Fall, den wir im bipartiten Fall schon gesehen haben, übrig bleibt. Das Ganze ist eine Blüte und es gibt nur eine Möglichkeit, wie Graphensuche eine Blüte betreten kann, wie sie in eine Blüte reinkommen kann, nämlich über ihren Stamm, über die eine Kante, die inzident ist. So, also nur auf diese Art und Weise wird die Blüte wirklich als Blüte erkannt. Alternativ kann es durchaus sein, machen Sie sich das zu Hause vielleicht im stillen Kämmerlein an einem Beispiel klar, es kann durchaus sein, dass die Graphensuche, beispielsweise Tiefensuche oder auch Breitensuche wäre dasselbe, über einen anderen Knoten reinkommt, so ein bisschen rüberläuft, um diesen Zyklus herum und entweder über den Stamm oder über einen anderen Knoten, andere Kante hinausläuft wieder. In dem Fall wäre die Blüte durchlaufen, ohne dass sie irgendwelche Probleme gemacht hätte, ohne dass sie überhaupt identifiziert worden wäre und die Suche wäre einfach weitergelaufen, bis ein augmentierender Pfad gefunden wird. Nur der Fall macht Probleme, wo die Blüte tatsächlich über den Stamm, über die einzige inzidente Kante von außen her betreten worden ist. So, es reicht zu zeigen jetzt, dass das, was wir jetzt nach dem Aufblasen wieder, wie wir dann die Blüte gefüllt haben mit Kanten, dass wir da tatsächlich ein gesamtmaximales Matching für den wieder aufgeblasenen Graphen G berechnet haben. Und hier wird verwiesen, ich hoffe, dass die Internetverbindung klappt, ein fundamentales Statement, was wir schon zeichnerisch bewältigt haben, was wir hier vielleicht nochmal ansprechen. Das ist genau die Situation, das wird hier genau beschrieben, worum es geht. Was ist eine Blüte nochmal? Was bedeutet eine Blüte zu schrumpfen? Und so weiter. Das brauchen wir nicht nochmal durchgehen, das haben Sie alles
auch hier an der Tafel mit den Fotos gesehen, hier nochmal zusammengefasst. Das Statement sagt, das ist jetzt ein bisschen kompliziert aufzuschreiben, aber im Grunde sagt das Statement nichts anderes, als wenn Sie jetzt vor dem Hintergrund sehen, wie der Algorithmus funktioniert. Wenn Sie eine Blüte haben, die dann eben entsprechend, eine Blüte ist ja nicht nur ein Zyklus ungerader Länge, sondern eine Blüte hat auch so viele Kanten wie möglich drin, immer alternierend natürlich auf Zykelkanten und noch den Stamm, eine Kante, die von dem übrig gebliebenen exponierten Knoten rauszeigt aus der Blüte, ist auch gematcht. Und das Statement sagt, wenn wir so eine Blüte haben, also so einen ungeraden Zykel mit diesen Matching-Kanten drin, dann gibt es genau dann einen augmentierenden Pfad in der durch die Blüte durchläuft und den Stamm beinhaltet, einen augmentierenden Pfad, genau dann, wenn es einen augmentierenden Pfad in dem geschrumpften Graphen gibt, in Bezug auf das geschrumpfte Matching, der den Knoten enthält, der für die Blüte steht in dem geschrumpften Graphen. Auch das haben wir schon zeichnerisch bewältigt. Deshalb will ich da jetzt nicht großartig drauf eingehen. Es geht natürlich in zwei Richtungen. Wenn es in dem ursprünglichen Graphen einen Knoten gibt, Entschuldigung, einen Pfad gibt, einen augmentierenden Pfad gibt, der den Stamm der Blüte enthält. Also ich glaube, ich rede immer von Stamm. Ich glaube, Stängel wäre passender zu Blüte, nicht? Stamm passt eher zu Baum. Also der den Stängel der Blüte enthält und wir schrumpfen dann, dann kann man leicht sehen, dass was übrig geblieben ist von diesem augmentierenden Pfad, ist wieder dann im geschrumpften Graphen mit dem geschrumpften Matching augmentierender Pfad. Nichts anderes steht hier, haben wir zeichnerisch schon gesehen. Und die umgekehrte Richtung, wenn es in einem im geschrumpften Graphen einen augmentierenden Pfad gibt, der bezüglich des geschrumpften Matchings, eines Matching im geschrumpften Graphen, einen augmentierenden Pfad, der den Knoten enthält, zu dem die Blüte geschrumpft wurde, dann, wenn wir uns jetzt diesen augmentierenden Pfad vorstellen und die Blüte wieder aufgeblasen uns denken, haben wir auch schon zeichnerisch gesehen, einer der beiden Wege durch die Blüte hindurch, von dem einen Endknoten, wo der augmentierende Pfad in die Blüte reinkommt, zu dem anderen Endknoten, wo er rausgeht aus der Blüte, einer der beiden Wege ist möglich als ein alternierender Pfad, wenn wir eben beim Entschrumpfen, beim Aufblasen der Blüte dieses ungeraden Zyklus wieder die Kanten, die Matching-Kanten genauso einfügen, wie wir das schon gemacht haben. Und wenn wir hingegen von einem, das sind die augmentierenden Pfade, die Blüte berühren. Da haben wir gesehen, wir haben vollständige Äquivalenz. Genau dann, wenn im geschrumpften Graphen mit dem geschrumpften Matching ein augmentierender Pfad existiert, genau dann existiert auch im ursprünglichen Graphen mit dem ursprünglichen Matching ein augmentierender Pfad. Und der, die, die, Blü der, 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 der den Stängel enthält. Und wenn wir uns andere augmentierende Pfade anschauen, für die das nicht gilt, dann ändert sich durch diese Schrumpfungsoperation für diese anderen Pfade natürlich überhaupt nichts. So, damit haben wir Korrektheit dieses Matching-Algorithmus abgehandelt. Gibt es zur Korrektheit noch Fragen? Gut, kommen wir noch zur Komplexität. Die ist diesmal wieder einfach. Anzahl der Knoten mal Anzahl der Kanten. Warum? Ähnliche Argumentation oder eigentlich ziemlich genaue Argumentation zu dem Bipartitenfall. Die Rekursionstiefe ist O von n. Ja, jedes Mal wird die Anzahl der Knoten geringer. Und alles, was wir da tun, ist das eine Graph-Traversal. Also entweder wir erhöhen das Matching um 1 oder wir haben einen rekursiven Schritt in jedem. Und alles, beides,
sowohl Erhöhung des Matchings um einen Zähler als auch rekursiven Schritts. Jedes von beidem kann nur O von N mal insgesamt passieren. Gut, damit sind wir mit Kardinalitätsmatching fertig. Wir haben also einen relativ effizienten Algorithmus. Es gibt auch Varianten, die das noch schneller hinkriegen. Aber das ist die Grundidee natürlich von allen diesen Varianten. Wir haben einen relativ schnellen Algorithmus, um in einem beliebigen Graphen ein kardinalitätsmaximales Matching zu berechnen. Dann komme ich jetzt zum letzten Algorithmus dieses Semesters hier, die ungarische Methode. Worum geht's? Was ist die algorithmische Problemstellung bei der ungarischen Methode? Maximales Gewichtsmatching jetzt. Das heißt also, wir wollen nicht die Kardinalität, wir haben nicht einfach nur Kanten da und wir wollen möglichst viele Kanten im Matching drin haben, sondern jede Kante hat noch ein Gewicht, einen Profit. Ja, wenn wir maximieren wollen, dann macht es Sinn, von Profiten zu sprechen. Wenn wir minimieren wollen, macht es Sinn, von Kosten zu sprechen. Das entspricht der Intuition. Mathematiker wie ich würden einwenden, man kann genauso gut die Profite minimieren und die Kosten maximieren. Das ist mathematisch alles dasselbe. Aber es entspricht natürlich nicht ganz der Intuition. Aber natürlich hat der Mathematiker da wie üblich recht. Nur wie üblich oder wie häufig ist es nicht so richtig zielführend. Als Mathematiker darf ich sowas sagen. So, wir haben einen bipartiten Graphen wieder. Wie ich schon am Anfang dieses Termins angekündigt hatte, betrachten wir diesen Fall nur im bipartiten Graphen, weil das ist der Fall, der für Anwendung interessant ist, und dieser Fall ist noch halbwegs überschaubar. Also der allgemeine Fall, Sie werden sehen, es wird schon so seine kleinen Verständnisschwierigkeiten enthalten, auch der bipartite Fall. Dann können Sie ungefähr ermessen, vielleicht, was es so für Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn wir auf den allgemeinen Fall gehen. Das machen wir hier nicht. Vollständiger bipartiter Graphen, das ist keine wirkliche Einschränkung. Also was heißt ein vollständiger bipartiter Graph? Das heißt, bipartit, wissen Sie, heißt, die Knotenmenge lässt sich zerlegen in eine Bipartition. Es gibt eine Knotenmenge x und eine Knotenmenge y. Hier V1 und V2. So haben wir die Knotenmengen hier genannt. Und wir kommen vollständig heißt, also bipartit heißt ja nur, sämtliche Kanten im Graphen verbinden jeweils ein Element von V1 mit einem Element von V2. Vollständig heißt, dass auch jedes Element von V1 mit jedem Element von V2 verbunden ist. Das ist keine Einschränkung, weil Sie können einfach, wenn ein bipartiter Graph nicht vollständig ist, dann fügen Sie einfach entsprechend viele Kanten ein, bis er vollständig ist, jemals mit Gewicht 0. Das heißt, sind die dann neutral, diese zusätzlichen Kanten. Das heißt also, Sie können davon beliebig viele Kanten in der Lösung drin haben, macht keinen Unterschied. Warum macht man es dann? Warum fügt man dann entsprechend viele Kanten ein? Damit der Algorithmus einfacher zu formulieren ist. Man könnte den Algorithmus auch implementieren auf einem nicht vollständigen bipartiten Graphen, wo Kanten zwischen Elementen in V1 und V2 fehlen. Also nicht jedes Element in V1, nicht jeder Knoten in V1 ist mit jedem Knoten in V2 verbunden. Aber das macht den Algorithmus deutlich komplizierter, muss man nicht haben. Also hier zumindest für die Präsentation in der Vorlesung, was man in einer konkreten Situation tatsächlich implementieren würde, sei dahingestellt. Aber für die Vorlesung ist es deshalb sicherlich sinnvoll, vom vollständigen bipartiten Graphen auszugehen und außerdem noch, auch ohne Einschränkung, anzunehmen, dass die Knotenmengen V1 und V2 beide gleich groß sind. Wenn sie nicht gleich groß sind, dann füllen wir einfach eine der beiden Knotenmengen so weit auf. Die kleinere füllen wir so weit auf, bis sie gleich viele Knoten hat wie die größere, und fügen dann entsprechend, um das Ganze wieder vollständig zu machen, wieder entsprechend viele Kanten ein, alle mit Gewicht 0. Ist also alles keine Einschränkung, ist auch von der Komplexität, von der asymptotischen Komplexität her keine Einschränkung. Das können Sie sich leicht klar machen, nachdem wir die asymptotische Komplexität betrachtet haben. So,
ist damit die Problemstellung erstmal soweit klar. Wir haben bipartiten Graphen, wir haben beide Knotenmengen, links und rechts, sind gleich schwer, haben gleich viele Knoten und es existieren sämtliche möglichen Kanten zwischen links und rechts, möglicherweise viele davon mit Gewicht 0. Ist soweit, denke ich, einleuchtend. So, wir haben jetzt wieder keine Rekursion mehr, sondern eine Schleife. Und dieser Algorithmus muss natürlich irgendwie mit den Gewichten klarkommen. Das heißt, wir haben einen Algorithmus, der numerische Anteile hat, der nicht nur im Input numerische Anteile hat, sondern natürlich, sondern wir brauchen numerische Hilfsvariablen, reelle Zahlen, um mit diesen numerischen Anteilen klarzukommen. Und zwar machen wir das so. Und zwar, was wir brauchen, ist, wir brauchen eine numerische Variable für jeden Knoten in V1, die nennen wir alle x von V. Und wir nennen die y eine numerische Variable für jeden Knoten in V2. Vielleicht eine Nebenbemerkung. Falls es Leute unter Ihnen gibt, die Mathematik studieren mit einem Schwerpunkt in Optimierung oder die Informatik studieren mit Anwendungsfach Optimierung aus der Mathematik oder ähnliches, die Theorie dahinter, was dahinter eigentlich steht aus Sicht der Mathematik, die wird Ihnen dort geliefert unter dem Stichwort primale duale Verfahren, primale duale Algorithmen. Das hat zu tun mit linearer Optimierung. Das wollte ich nur mal kurz hier erwähnt haben. Für diejenigen von Ihnen, die sich dort in diese Richtung vertiefen. Für diejenigen von Ihnen, die sich in dieser Richtung nicht vertiefen, ist diese Nebenbemerkung von eben irrelevant, es sei denn, es verführt Sie dazu, über diese Vertiefungsrichtung nachzudenken. Gut, so, wir haben also nichts anderes als für jeden Knoten eine reelle Zahl. Ist uns ja nichts Neues, ja? Wir hatten schon Knotenpotenziale und sowas, kennen wir alle schon. So, wir brauchen jetzt, gehen wir mal vielleicht hier auf diese Bedingung, die uns etwas darüber aussagt, also eine Invariante, die wir durchzuhalten haben, eine Bedingung, die uns etwas darüber aussagt, was diese x und diese y's alle sollen. Sie sehen hier, diese x und y's sind Variablen, nicht? Sie sind kein Input, sie sind Werte, mit denen wir rumspielen können. Und wir spielen damit herum in einer Form, die so wie hier in dieser Gleichung andeutet, die Kosten von oben her deckelt, kontrolliert. Deckeln ist vielleicht ein gewisses passendes Wort, die von oben her die Kosten kontrolliert. Ja, wenn wir von unten her anfangen, schrittweise das Matching aufzubauen, dann wollen wir von oben her einen kontrollierenden Deckel haben, der uns in die richtige Richtung steuert. So, und wir haben wie immer ein Matching. Das wird am Anfang, wie Sie sehen, hier wieder, im Grunde könnte hier, wie Sie so oft schon gelesen haben, stehen, dass man mit irgendeiner zulässigen Lösung anfängt, zum Beispiel mit der leeren Lösung. Hier ist es ginge hier im Prinzip auch, aber das würde die Sachen unnötig kompliziert machen. Vor allem dann die weiteren Schritte vom Induktionsanfang würden komplizierter werden. Das heißt, wir fangen an mit einem Matching, das leer ist. Umgehen wir ein paar Schwierigkeiten, die unnötig sind. So, das heißt, was wir hier wieder haben, ist, dass wir schrittweise das Matching erhöhen. Die Anzahl der Elemente, nein, genau gesagt hier die, nicht unbedingt die Anzahl der Elemente nur, sondern eben die Kosten, nein, die Profite, die sich durch die Gewichte im Matching ergeben, erhöhen. So, hier steht noch etwas dabei, alle Elemente des Matchings, alle Kanten im Matching sollen feasible sein. Feasible hatten wir das öfteren Mal schon, wenn Sie im Lexikon schauen, werden Sie wahrscheinlich durchführbar finden. Die typische Übersetzung im Deutschen für feasible im Kontext Mathematik, Informatik ist zulässig, warum auch immer. So, und hier sehen Sie die Definition, was das heißt, dass es zulässig ist, eine Kante. Wenn diese Ungleichung hier,
Kann man dies so machen, wenn diese Ungleichung tatsächlich mit Gleichheit erfüllt ist, dann ist sie, dann ist diese Kante zulässig bezüglich natürlich dieser Knotengewichte des Vektors x und des Vektors y. Ist eine Kante zulässig, wenn das mit Gleichheit erfüllt ist? Und Sie sehen hier als zusätzliche Invariante, das ist diese Kontrollfunktion, die diese, oder das ist der zweite Teil der Kontrollfunktion, der erste Teil ist hier, der zweite Teil der Kontrollfunktion ist, dass die Kanten, die tatsächlich im Matching drin sind, dass die alle diese Ungleichung mit Gleichheit erfüllen. Sie kennen das zum Beispiel von kürzesten Pfaden, dass die Kanten in einem kürzesten Pfad drin gerade die sind, bei der die Ungleichung mit den Knotenpotentialen mit Gleichheit erfüllt ist. Und solche Sachen, um nochmal zurückzukommen, wenn Sie tatsächlich in der Mathematik sich in Optimierung vertiefen, dann wird Ihnen da eine abstrakte Erklärung der ganzen Sache, eine abstrakte Theorie geliefert, in der Sie auch die Zusammenhänge sehen zwischen kürzesten Pfaden und dem hier und verschiedenen anderen Problemstellungen auch, die Sie hier gesehen haben und die Sie hier nicht gesehen haben, dass das Ganze sich zurückführen lässt auf ein gemeinsames Grundprinzip und Stichwort ist eben Linearoptimierung, primal, dual. So, jetzt aber endgültig Ende mit den Nebenbemerkungen in Richtung Optimierung. Jetzt konzentrieren wir uns hier drauf. So, das ist die Invariante, das heißt also, wir haben ein Matching, was durch diese x- und y-Werte kontrolliert wird, durch Feasibility und alle anderen, und diese Kantengewichte, diese Knotengewichte werden ihrerseits, stehen ihrerseits in Abhängigkeit zu den gegebenen Profiten auf den einzelnen Kanten. Also traditionell werden Gewichte mit C abgekürzt, weil g häufig für die nächste Funktion steht. F ist die erste Funktion, g die zweite Funktion und so weiter. Deshalb nimmt man nicht unbedingt g für Gewicht oder w für Weight auch nicht unbedingt, weil erster Knoten ist v, zweiter Knoten ist w, also oft c. Obwohl c natürlich für Cost steht, auch dann, wenn wir maximieren wollen, wenn wir also eher an Profite denken. Ich denke, diesen Abstraktionsschritt darf ich Ihnen zumuten. So, also in jeder Iteration passiert eine von zwei Sachen. Entweder schaffen wir es tatsächlich, das Matching, die Kardinalität hochzutreiben. Ja, also wir wollen ja eigentlich die Kosten hochtreiben, aber da ist es natürlich auch nicht falsch, die Kardinalität hochzutreiben. Oder ein anderer Schritt ist, dass diese Gleichheit, die hier auftritt, auf manchen Kanten und auf manchen Kanten eben nicht, auf manchen Kanten ist es eine echte Ungleichung, auf anderen Kanten ist es eine Gleichheit, dass die Anzahl der Kanten, bei denen diese Gleichheit auftritt, dass die um 1 erhöht wird. Also wenn wir tatsächlich schaffen, das Matching um 1 zu erhöhen, dann kann es durchaus sein, dass die Anzahl der Feasible Edges, muss ich mal überlegen, kann es sein, dass dann die Anzahl der Feasible Edges runtergeht? Werden wir gleich noch bei der Komplexität sehen. Schieben wir die Frage zurück. Ich kann das momentan nicht beantworten. Was passiert mit der Anzahl der Feasible Edges, wenn der erste Fall eintritt, dass das Matching tatsächlich um eine Kante per Saldo vergrößert wird? Ihnen ist per Saldo ein Begriff? Per Saldo heißt, was zusätzlich hinzukommt. Bei Matching, wenn Sie entlang eines augmentierenden Pfades erhöhen, dann kommt per Saldo eine Kante hinzu. Ja, es kommt nicht physisch eine Kante hinzu, weil einfach nur, sondern weil ja auch Kanten aus dem Matching herausgehen. Aber wenn Sie die Gesamtzahl berechnen, Anzahl der hinzukommenden, es kommt ja mehr als nur diese eine Kante hinzu, die Anzahl der hinzukommenden Kanten minus der Anzahl der weggehenden Kanten, dann kommt 1 raus. Das ist der Saldo. Das kommt, kennen Sie von Banken her. Sie sollten wissen, was das Wort Saldo auf Ihrem Kontoauszug bedeutet. Oder manchmal sagt man auch netto einfach, ja. Was hinzukommt, minus das, was weggeht, ist eben immer netto. So,
Abbruchbedingung ist, da kommt jetzt hinein, perfektes Matching, das ist, jeder einzelne Knoten ist gematcht, da kommt jetzt hinein die Vorbedingung, dass der Graph vollständig ist, sonst könnte es natürlich kein perfektes Matching unbedingt, nicht unbedingt geben. Aber da der Graph, die bipartite Graph vollständig ist, ist das jedes kardinalitätsmaximale Matching auf jeden Fall perfekt. So, Induktionsanfang. Wir haben, wie gesagt, wir beginnen mit dem leeren Matching. Das heißt also, am Anfang ist diese Bedingung hier, diese zweite Invariante, leer. Alle Kanten von M sind feasible. Wenn M leere Menge ist, gibt es keine Forderung, dass irgendeine Kante feasible ist. So, das heißt, wir können relativ freizügig dann die x- und die y-Werte setzen. Und wir setzen sie sehr, sehr einfach. Wir setzen alle y-Werte auf 0 und müssen dafür sorgen, dass dann die x-Werte so hoch gesetzt sind, dass diese Ungleichung mit Gleichheit erfüllt ist. Ja, wenn wir hier das y mit 0 initialisieren und für jede Kante trotzdem diese Ungleichung erfüllt haben wollen, dann setzen wir x einfach auf den höchsten Wert, der von irgendeiner Kante erreicht werden kann, der inzident zu v ist. Und genau das machen wir hier. Auf den maximalen c-Wert von irgendeiner Kante, die zu v inzident ist. Für jeden Knoten v in v, groß v1. Und damit haben wir zunächst einmal auf recht einfache Art und Weise die Invariante initialisiert. Sie gilt vorab mit dem leeren Matching und mit diesen so definierten x- und y-Werten. So, wie ist jetzt der Induktionsschritt? Das ist jetzt alles ein bisschen komplizierter, als wir bisher gesehen haben. Bisher waren wir darauf aus, einen einzelnen Pfad zu finden. Ja, wir haben eine ganze Graphensuche gestartet. Breitensuche in einzelnen Algorithmen war obligatorisch, in anderen Algorithmen war es egal. Wir haben eine Suche gestartet durch den ganzen Graphen hindurch, um am Ende einen einzigen Pfad zu finden. Das ist jetzt hier nicht ganz der Fall, sondern wir bauen uns tatsächlich auch diese Struktur auf. Wir bauen uns tatsächlich auch eine Baumstruktur auf, so wie eine Graphensuche eben eine Baumstruktur typischerweise impliziert, die man nachhalten kann, die man aufbauen kann oder die man auch vergessen kann. Wir bauen sie jetzt auf. Und entlang dieser Baumstruktur machen wir etwas. So wie diese Baumstruktur fertig aufgebaut ist, ändern wir entlang dieser Baumstruktur die Knotenlabels, diese x- und die y-Werte, so dass dann dieser zweite Fall eintritt. Also entweder schaffen wir es tatsächlich, einen augmentierenden Pfad zu finden, oder wir haben eine Baumstruktur aufgebaut, die es uns erlaubt, die x- und y-Werte so zu verändern, neu zu balancieren, dass jede Kante, die vorher feasible war, auch hinterher feasible ist und mindestens eine Kante wird zusätzlich feasible. So, wie gehen wir jetzt vor? Wir nehmen uns jetzt erstmal alle feasible edges her. Der Subgraph, der durch alle feasible edges, durch alle Kanten, diese Ungleichung mit Gleichheit erfüllen, induziert wird. Der kann leer sein. Ja, am Anfang ist er sogar möglicherweise, am Anfang ist er gar nicht leer, denn das Maximum wird ja irgendwo angenommen. Aber zunächst mal kann das ein beliebig kleiner Teilgraph des Gesamtgraphen sein. Nur in dem suchen wir einen augmentierenden Pfad. Ja, denn das müssen wir. Wir müssen uns bei der Suche nach augmentierenden Pfaden auf feasible edges beschränken, denn wir wollen ja schließlich die Invariante hier durchhalten, dass alle Matching-Kanten feasible sind. Also können wir uns das gar nicht leisten, Kanten, die nicht feasible sind, mit in die Suche nach einem augmentierenden Pfad zu packen. So, wir versuchen also einen augmentierenden Pfad zu finden, so wie wir das für bipartite Graphen
gesehen haben. Da brauchen wir uns um Blüten und so weiter nicht zu kümmern. Interessiert uns alles gar nicht. So, und entweder finden wir einen augmentierenden Pfad, schön, dann passiert genau das, was in der Variante als erster Fall auftritt, dass wir M um 1 erhöhen. Und da wir nur auf Feasible Edges gesucht haben, sind alle Kanten auf diesem Pfad feasible. Und das heißt also, wenn nach Induktionsvoraussetzung vorher alle Kanten feasible waren von M, sind auch hinterher alle Kanten feasible. Denn der Unterschied zwischen dem vorhergehenden M und dem neuen augmentierten M besteht nur entlang dieses Pfades, der nur aus Kanten von G' besteht, die alle feasible sind. So. Aber wenn wir uns da einschränken, wenn wir also nicht beliebige Kanten uns erlauben, um einen augmentierenden Pfad zu finden, sondern nur bestimmte, nämlich die, die zulässig sind, dann kann es uns natürlich passieren, dass wir keinen augmentierenden Pfad finden, obwohl da noch welche sind. Das ist auch okay. Wir können nicht einfach so vorgehen wie bisher, dass wir einfach einen augmentierenden Pfad hernehmen. Denn worin wir ja eigentlich interessiert sind, ist nicht die Kardinalität zu optimieren, das ist nur ein Vehikel. Woran wir interessiert sind, ist das Gewicht zu optimieren und irgendeinen x-beliebigen dahergelaufenen augmentierenden Pfad herzunehmen. Um entlang diesem augmentierenden Pfad das Matching zu erhöhen, muss nicht unbedingt zum gewichtsoptimalen Matching führen. So, jetzt kann es passieren also, dass wir keinen augmentierenden Pfad gefunden haben. So, wir haben das Ganze überhaupt nur nochmal eine Iteration angeleiert, weil die Abbruchbedingung noch nicht erfüllt ist, weil es noch kein perfektes Matching ist. Es gibt noch exponierte Knoten. So, das heißt also, wir können einen exponierten Knoten finden. Wenn es einen exponierten Knoten in V2 gibt, gibt es natürlich auch in V1 und umgekehrt. Das Ganze hier könnte man auch spiegelsymmetrisch machen, mit V1 und V2 genau ihre Rollen gewechselt, weil natürlich ist im bipartiten Fall alles im Prinzip erst einmal symmetrisch, spiegelsymmetrisch. V1 und V2 sind austauschbar. Wir nehmen uns einen exponierten Knoten aus der Menge V1 einfach her. So, jetzt bauen wir da was. Jetzt bauen wir eine Arboreszenz auf. Ich will da nicht nochmal jetzt hinklicken. Sie sehen hier in Basic Graph Definitions finden Sie die Definition von Arboreszenz. Ich will aber nochmal in Erinnerung rufen, wir haben uns ja intensiv mit Arboreszenzen befasst. Ich will nochmal in Erinnerung rufen, was eine Arboreszenz ist. Im Prinzip ist es das, was Sie kennen als Wurzelbaum aus der GDI2. Sie haben eine Wurzel, von der gehen Kanten aus zu weiteren Knoten, von denen gehen wieder Kanten aus zu weiteren Knoten und nirgendwo läuft mal irgendwas zusammen. Das heißt also, der Graph ist zusammenhängend, schwach zusammenhängend. Sie haben einen Knoten, wo keine Kante reingeht, die Wurzel, und zu jedem anderen Knoten geht genau eine Kante rein. Ja, denken Sie an binäre Suchbäume zum Beispiel oder Heaps oder so, alles Beispiele, zufällig binäre Beispiele für. Natürlich muss die Arboreszenz nicht binär sein, es können aus einem Knoten durchaus mehr als zwei Kanten herauszeigen. So, wir bauen eine Arboreszenz auf, Schritt für Schritt, dynamically growing, bestehend aus zwei Knotenmengen, eine Knotenmenge auf der V1-Seite und eine Knotenmenge auf der V2-Seite. Deshalb disjunkte Vereinigung der beiden Knoten. Ist Ihnen das Zeichen geläufig, Vereinigungszeichen mit einem Punkt oben drauf, um nochmal redundanterweise, also ohne wirkliche Funktion, nur als Anzeigefunktion, nochmal nachrichtlich zu sagen, das ist jetzt eine disjunkte Vereinigung. S und T sind disjunkt, weil S in V1 ist und T in V2. Das ist Ihnen geläufig, diese Notation? Jetzt ist sie Ihnen geläufig. Das ist ein Punkt obendrauf auf dem Vereinigungszeichen, zeigt einfach nur an, Achtung, nur zusätzlich zur Information, im Übrigen, S und T sind disjunkt. So, wir bauen also S und T auf mit einer Kantenmenge, die diese Arboreszenzeigenschaft hat. Die Wurzel ist dieser hier ausgewählte Knoten. Und wenn Sie sich so einen Pfad vorstellen von der Wurzel dieses Arboreszenz in V1 immer weiter,
geht es natürlich immer hin und her. Eine Kante von V1 nach V2, eine Kante wieder zurück von V2 zu irgendeinem Knoten nach V1, nach V2, nach V1 und so weiter. Also die Arboreszenz ist nicht so schön platt ausgewalzt, sondern können Sie sich vorstellen, so Ziehharmonika-mäßig zusammengefaltet. Geht immer hin und her und hin und her. Können Sie sich das vorstellen? Nicht? Also, eine Arboreszenz sind Sie gewöhnt zu zeichnen in der Form meistens von oben nach unten, aber ich kann sie auch mal von links nach rechts zeichnen. So in der Form. Und dann geht es immer weiter, nicht? Von einer Richtung in die andere. Ist ja nur eine Form, das zu zeichnen. Und was wir hier haben, ist aber die Situation im bipartiten Graphen. Sie haben hier diesen Knoten V, das ist die Wurzel V. Und die ersten Kanten gehen so rum, die nächsten Kanten gehen so rum, dann gehen wieder welche so rum und so weiter. Ja, einfach, das meinte ich wie eine Ziehharmonika zusammengefaltet, weil das ist natürlich hier wieder V1, das ist V2, das ist V1 wieder. Und hier kann ich ja auch nochmal abtragen, V1 und V2. Eine schöne übersichtliche Sichtweise links und die Realität, mit der wir hier konfrontiert sind, dann rechts. Moment. Ganz kurz. Fotografieren. Gut. Jetzt sieht man die Tafelfläche ist sehr blank. Man sieht gut den Blitz. So, was machen wir dann? Hier sehen Sie unten. Also hier sehen Sie, wie der Arboreszenz schrittweise aufgebaut wird. Hier sehen Sie unten, wenn wir fertig sind, was wir dann eigentlich machen. Für alle Knoten auf der S-Seite, also auf der V1-Seite, für alle Knoten, die zur Arboreszenz gehören, nicht alle Knoten unbedingt auf der linken oder auf der rechten Seite gehören zur Arboreszenz, für alle Knoten auf der linken Seite des Arboreszenz gehören, vermindern wir das x um einen gewissen Betrag Delta und für alle Knoten auf der rechten Seite, die zur Arboreszenz gehören, erhöhen wir das Gewicht um dasselbe Delta. Ja, also das ist das, was ich vorhin angedeutet habe, mit die Balance wird etwas verändert. Nicht auf allen Knoten links und rechts, sondern auf diesen bestimmten Knoten. Und das machen wir so, dass dann tatsächlich erstens die Invariante hoffentlich erfüllt bleibt. Das müssen wir aber noch beweisen, dass alle Kanten des Matchings feasible sind, beziehungsweise dieser Teil der Invariante auch, dass die Ungleichheiten alle erfüllt bleiben. Und zum Zweiten, dass wir tatsächlich dann mindestens eine feasible Edge mehr kriegen. Und um das hinzukriegen, müssen wir das Delta entsprechend setzen. Für jede Kante, die einen Knoten in S und einen Knoten in T miteinander verbindet, nicht unbedingt eine Arboreszenzkante, auch irgendeine beliebige andere Kante, gucken wir uns an, was ist denn sozusagen noch übrig? Um wie viel könnte man hier an den X- und Y-Werten noch schrauben, nach oben hin schrauben, ohne dass irgendwo diese Bedingung, diese Ungleichheit verletzt wird? Ja, das ist genau hier unten diese Differenz. Wenn wir das Minimum nehmen, dann sind wir auf der sicheren Seite, dass wir, wenn wir hier irgendwie rumspielen mit den Gewichten bei den Knoten in S und Knoten in T, aber nur bis Delta, dass wir dann auf jeden Fall hier
keine Kante dahin treiben, dass der C-Wert größer wird als X-Wert plus Y-Wert der beiden Endknoten. Und weil wir das Delta genau auf dieses Minimum setzen, wird es dann mindestens eine Kante mehr geben als bisher, nämlich da, wo das Minimum angenommen wird, wo Gleichheit erfüllt ist. So, alles ein bisschen mirakulös. Der Beweis, der Korrektheitsbeweis, wird, denke ich, auflösen, was das Ganze wirklich zu bedeuten hat. Moment. Wir müssen noch diesen Baum aufbauen. Das lassen wir vielleicht mal ganz kurz, diese Abruszenz müssen wir noch aufbauen, das stellen wir noch mal ganz kurz ein bisschen zurück und gehen zunächst mal in den Beweis, dass die Invarianten erfüllt bleiben und die Varianten erfüllt bleiben. Vielleicht nur ganz kurz eine Nebenbemerkung. Wenn Sie nach der ungarischen Methode, nach dem ungarischen Algorithmus suchen, in der Literatur werden Sie meistens das nicht so auseinandergefiddelt sehen, dass Sie erst einen augmentierenden Pfad suchen und wenn das nicht erfüllt ist, dann suchen wir den Baum, sondern im Grunde ist die Suche nach dem augmentierenden Pfad, kann man hier in diese Baumstrategie, in die Baumaufbaustrategie einbauen. Falls nämlich diese Baumaufbaustrategie irgendwann zu einem exponierten Knoten kommt, hat man diesen augmentierenden Pfad gefunden. So wird das normalerweise in der Literatur eingeführt, will ich Sie nur vorwarnen, deshalb diese Bemerkung hier. Aber meines Erachtens ist es so, wie ich es hier dargestellt habe, verständlicher, hoffe ich mal. Oder bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es so ist. So. Vielleicht sollte ich doch noch, ich sehe, ich muss am Anfang des Beweises muss erstmal geklärt werden, dass die Schritte also überhaupt wohl definiert sind, also dafür müssen wir die Schritte uns angucken. So, wir haben also eine Aboreszenz, die am Anfang beginnt mit dem Startknoten und hier, das ist etwas verkehrt von der Notation her. Was ich hier haben müsste, ist, dass die Kantenmenge, nicht der gesamte Baum ist leer, denn der enthält ja den Startknoten, sondern die Kantenmenge ist leer. Ein Aboreszenz bestehend aus dem Startknoten und leerer Kantenmenge. Schrittweise, achso, jetzt habe ich es doppelt. Nee, dann muss ich das ganz löschen. Es war nicht richtig, weil der Baum ist ja nicht leer. Der Baum enthält ja ich lösche es hier unten. Ich glaube, das ist sprachlich passender, wenn ich es da unten lösche. Der Baum ist ja an sich nicht leer. Er ist nur sehr, sehr einfach strukturiert, nämlich einen Knoten und keine Kanten. So. Doch, das war richtig. T, denn T ist ja nicht die Abruszenz. Sorry. Ich bin immer besser als... jetzt könnte ich eigentlich auf die... Mal sehen, klappt das jetzt? Auf die History zurück. Undo. So, mal gucken, wie es jetzt aussieht. War das jetzt die Version schon, die wir sie eben hatten? Oder muss ich noch eine... Ich muss noch eine Version zurück. Warum hat er das, oder hat er das jetzt nicht gemacht? Ich müsste doch jetzt an. Sonst muss ich das nochmal. Ich sehe. Okay, dann muss ich das nochmal in Ruhe korrekt wieder hinkriegen. Also das, was wir eben gesehen haben, muss wieder zurückgenommen werden. Ich habe mich jetzt in der Terminologie geändert. Sie haben voll und ganz recht, das war schon richtig so. T ist nicht die Aboreszenz wie Tree, sondern die Gegenmenge. Gut. So, was wir machen ist jetzt Folgendes. Wir gucken uns die Nachbarschaft der linken Knotenmenge an, der linken ausgewählten Knoten. Das sind alle Knoten rechts, die benachbart sind, die eine Kante
in Verbindung haben mit Links bei den Feasible Edges, also die verbunden sind, Knoten, die auf der rechten Seite sind vom Bipartitenbaum, die verbunden sind mit Knoten auf der linken Seite durch Feasible Edges. So, jetzt, wenn T, die Gesamtmenge in T, von T auf der rechten Seite von Knoten in der Arboreszenz noch nicht die gesamte Nachbarschaft beinhaltet, solange das noch nicht der Fall ist, solange suchen wir uns einen Knoten raus auf der rechten Seite, der eben in nicht in T drin ist, aber benachbart ist zu Knoten in S. Und neben uns einen Knoten her, zu dem er benachbart ist, mit einer Feasible Edge, fügen diesen Knoten ein in T, fügen diese Kante ein, von links nach rechts in der Arboreszenz. Und jetzt müssen wir uns überlegen, das muss ich nochmal genau selber überlegen, was wir hier machen, das muss ich zeichnerisch machen. Das kriegen wir jetzt nicht hin, wenn wir das alles nur so hinkriegen. So, wir haben jetzt hier linke Handknoten, wir haben jetzt rechte Handknoten und wir haben hier einen Knoten W, der aus der Nachbarschaft von S ist, aber nicht in T drin ist. So, noch nicht drin ist. Den wollen wir da reinbringen. U ist ein Knoten. Auf der linken Seite, der in S drin ist und der dafür sorgt, mindestens einer dafür sorgt, dass W in der Nachbarschaft von S ist. Und das ist, diese Kante ist feasible. Nur solche Kanten gucken wir uns hierbei an. So, jetzt gibt es noch eine andere Kante, U'. Jetzt einen anderen Knoten U' und eine Kante von U nach U', die natürlich auch feasible ist, weil wir uns nur solche Kanten anschauen. Und Entschuldigung. Und diese Kante ist, diese eine Kante ist Element aus M. Es gibt genau eine Kante, die Element aus S aus die Element aus M ist. Und die wir jetzt rückwärts in den Baum, in die Arboreszenz einfügen. Hier. So, warum gilt das alles? Was machen wir hier gerade? Wenn wir von links nach rechts gehen, wir sind ja mit einem exponierten Knoten gestartet und wir gehen nur alternieren vor. Wenn wir von links nach rechts gehen, dann ist das also eine Kante, die nicht zum Matching gehört. Und wenn wir von rechts nach links gehen, dann ist das eine Kante, die zum Matching gehört. Und da wir immer von links nach rechts über Kanten gehen, die nicht zum Matching gehören, ist diese gehört diese Kante nicht zum Matching dazu. Das heißt also, U und U' sind zwei verschiedene Knoten. So ist die Logik. Ja, wir gehen immer, wir starten mit dem exponierten Knoten links, gehen immer in jeder Iteration eins nach rechts zu so einem Knoten W und eins wieder zurück zu so einem Knoten U'. Und weil wir immer das so machen, dass wir vorwärts nur ungematchte Kanten hernehmen, ist die rückwärtsgehende Kante, die gematchte Kante, eine andere. Diese beiden Kanten fügen wir ein und U'. U fügen wir in T ein und U' fügen wir dann in S ein und diese beiden Kanten fügen wir dann ein. So, also in diesem Foto die Information, was jetzt hier in S ist, was hier in NS ist und was beziehungsweise nicht in T ist, das ist unmittelbar vor dem Einfügen der beiden Knoten.
So, jetzt muss ich das wieder fotografieren. So. Gut. So bauen wir den Graphen schrittweise auf. Und wann ist das Ganze fertig? Das Ganze ist fertig genau dann, wenn t gleich der Nachbarschaft von s ist. Erst dann ist die Arboreszenz, erst dann ist der Aufbau der Arboreszenz beendet. So, jetzt gehen wir durch den Beweis durch. Beweis dafür, dass der Induktionsschritt korrekt ist. Das heißt, Beweis dafür, dass die Invarianten durchgehalten werden. Vorausgesetzt ist, sie waren vor der Iteration eingehalten, dass sie dann auch nach der Iteration eingehalten sind, und beweist, dass die Varianten tatsächlich auch erfüllt sind durch den Induktionsschritt. So, dieser Knoten ist tatsächlich gematcht, dieser Knoten, den wir hier aussuchen, sodass wir also tatsächlich eine Kante haben im Matching, die Inzidenz zu diesem Knoten ist. Warum ist dieser Knoten auf jeden Fall gematcht? Weil wir vorher abgeklärt haben, dass es von dem Startknoten aus keinen augmentierenden Pfad gibt. Das heißt, alle Knoten, die wir im Lauf der Suche durchlaufen, sind nicht exponiert. Das heißt, sie haben eine Matching-Kante. Sonst hätten wir hier vorne schon in Schritt 2 einen augmentierenden Pfad gefunden. So, das heißt also, hier die Auswahl der eindeutig bestimmten Kante. Es gibt eine Kante, Incident to W, die im Matching drin ist, und die ist natürlich eindeutig. Es kann natürlich höchstens eine geben. So, zweiter Punkt der Invariante ist klar, hatte ich schon gesagt. Was war der zweite Punkt der Invariante? Wir haben immer ein Matching, denn wir starten mit der leeren Menge und augmentieren immer entlang augmentierender Pfade, so wie wir das von anderen Algorithmen gewohnt sind. Und alle Kanten sind feasible, weil wir nur feasible Edges überhaupt betrachten. Damit ist dieser zweite Punkt tatsächlich klar. Wir müssen uns den ersten Punkt anschauen, der Invariante. Nämlich für jede Kante gilt, dass der Kostenwert höchstens so groß ist wie die Summe der Gewichte auf den beiden Endknoten, diese X und Y, die wir hier manipuliert haben in Schritt 5 und Schritt 6. So. Also, diesen Punkt betrachten wir. Wo kann was passieren? Es kann nur hier was passieren. Nur hier kann diese Invariante verletzt werden, wenn das hier durchlaufen wird. Denn nur hier werden ja die X-Werte und die Y-Werte gesetzt. Nur hier kann passieren, dass plötzlich hier ein größer stehen könnte als ein kleiner gleich. So, warum kann das nicht passieren? Nehmen wir uns eine Kante her. Also letztendlich einen Knoten in V1 und einen Knoten in V2. Jetzt betrachten wir verschiedene Varianten. Wenn dieser Knoten W in der Menge T, in der rechten Seite der Knotenmenge der Arboreszenz ist, dann kann überhaupt nicht die Summe aus X und Y für diese Kante verringert werden. Denn hier wird ja, wenn W aus T ist, dann wird ja Y erhöht um Delta, und X auf der anderen Seite wird entweder vermindert um dasselbe Delta oder bleibt gleich. Das heißt, X plus Y kann für so eine Kante, wo W aus T ist, kann X plus Y entweder nur gleich bleiben oder um Delta erhöht werden. Also brauchen wir diesen Fall gar nicht weiter zu betrachten. Betrachten wir den Fall, dass W nicht aus T ist. Dann könnte vielleicht noch irgendwas schief gehen. Jetzt betrachten wir hier wieder eine Fallunterscheidung. Wenn V nicht aus S ist, dann passiert überhaupt nichts. W nicht aus T, V nicht aus S, es passiert überhaupt nichts mit dieser Kante. Es wird weder irgendwas erhöht, noch wird irgendwas vermindert. Also bleibt alles gleich. Induktionsvoraussetzung war, dass die Invariante erfüllt ist, dass die Kosten kleiner gleich der Summe von X und Y sind. Wenn sich nichts ändert,
ist die Invariante natürlich trivialerweise erfüllt. Also betrachten wir noch als letzten Fall, der nicht ganz trivial ist, der oder ja, der noch zu verblieben ist, der Fall, dass W nicht aus T ist, aber V aus S. V aus S, das heißt, es kann vermindert werden. W nicht aus T, das heißt, es wird nicht erhöht. Insgesamt vermindert sich die Summe von X und Y. Das heißt hier, das ist der eine Fall, wo es kritisch werden kann, wo tatsächlich die Summe aus X und Y vermindert wird. Hier könnte es theoretisch sein, dass das so stark vermindert wird, dass das hier plötzlich ein größer herauskommt anstelle kleiner gleich. Und das kann aber nicht sein, denn wir haben, das hatte ich vorhin schon gesagt, wir haben das Delta auf so klein gesetzt, dass das auf keinen Fall genau hier, genau den Fall haben wir hergenommen, dass das auf keinen Fall passieren kann. So, damit haben wir auf jeden Fall schon gesehen, erstens mal, die Bedingung ist erfüllt und zweitens mal, jede Kante, die feasible vorher war, ist feasible hinterher auch. Ja, das können Sie genau diese vier Fälle nochmal durchgehen, die wir hier hatten. Und dadurch, dass wir das Delta genau auf das Minimum gesetzt haben, gibt es eine Kante, nämlich da, wo das Minimum angenommen wird, mindestens eine Kante, wo tatsächlich dann am Ende hier eine Differenz von 0 rauskommt, wo tatsächlich die Kosten gleich der Summe von x und y sind. So, damit haben wir also auch die invariante bewiesen für den Induktionsschritt, für die Iteration. Jetzt müssen wir noch die Korrektheit zusammenbasteln. Wieder mal Terminierung. Naja, wir werden unten asymptotische Komplexität nach oben abschätzen und wenn wir das durch eine endliche Funktion abschätzen können, dann haben wir natürlich insbesondere Termination bewiesen. Brauchen wir uns bei der Korrektheit, wo eigentlich der Beweis der Terminierung dazugehört, brauchen wir uns nicht extra noch Gedanken zu machen, verschieben wir unten auf die Komplexität. So, was wir also zeigen wollen ist, naja, dass M ein Matching ist, haben wir schon gesehen, das ist Teil der Invariante. Wenn M während des Algorithmus immer ein Matching ist, ist es natürlich auch nach der letzten Iteration noch ein Matching. Wir müssen noch zeigen, dass es, wenn es terminiert, es ist dann natürlich ein perfektes Matching, weil die Abbruchbedingung ist gerade, dass es ein perfektes Matching ist. Wir müssen nur zeigen, dass es dann ein maximales Gewicht ist. Perfektheit folgt aus der Abbruchbedingung. Das sagt genau, wenn es perfekt ist, dann bricht die Schleife ab. Jetzt müssen wir Gewichtsmaximalität beweisen. Sehr ähnliche Struktur wie bisher auch. Wir nehmen uns ein anderes Matching her. Und wir wollen beweisen, das, was Sie hier sehen als Ungleichheit, dass dieses andere Matching, wie immer das aussieht, wir wissen nicht, wie es aussieht, wir nehmen uns irgendein anderes Matching her. Wir wollen beweisen, dass das nicht größer ist, sondern eben, dass hier ein größer Gleichsteht zwischen den Gesamtkosten unseres ursprünglichen Matchings und den Gesamtkosten dieses neuen Matchings, wobei ich da dann noch vielleicht noch, damit das deutlicher wird, noch hinzufüge, dass das gerade die Kosten dieses anderen Matchings sind. So, hier, was habe ich jetzt? Das ist, ach, man sollte immer genau hinschauen. So, das ist natürlich Quatsch. So, jetzt. CM, das Matching, das wir berechnet haben, und M', das Matching, was wir hinzugenommen haben, hier ein größer gleich, das wollen wir zeigen. Warum ist das so? Hier, wenn ich jetzt hier das Match, die Kosten, die Profite des Matchings, das wir berechnet haben, einsetze, dann heißt es natürlich, dass ich für jede Kante im Matching die Kosten, das Gewicht dieses Matchings einsetze. Und hier geht jetzt der eine Teil der Invariante ein, dass wir nur feasible edges in unserem Matching drin hatten. Das heißt also, dass die Summe der X'e, dass die Summe der Kantenlängen für jede einzelne Kante ist dieses Gewicht hier gleich
dem Gewicht hier des linken Knotens und dem Gewicht hier des rechten Knotens. Und wenn ich die Kanten aufsummiere, hier, naja, jeder Knoten links und jeder Knoten rechts ist inzident zu genau einer Kante, dann habe ich einmal links alle Knotenpotenziale aufsummiert und einmal rechts alle Knotenpotenziale aufsummiert. Ja, das gilt mit Gleichheit. Das ist gerade die Invariante hier. Alle Kanten, der Teil der Invariante, alle Kanten von M sind feasible, dass wir hier eine Gleichheit haben. Und hier rechts haben wir immer noch eine Ungleichheit. Das ist der andere Teil der Invariante. Hier, dass diese Ungleichheit gilt für die Kanten, die in diesem Matching M' drin sind, gilt natürlich immer noch, dass CE immerhin kleiner gleich x plus y ist für jede einzelne Kante, die in diesem Matching drin ist. Und auch hier gilt, wenn das ein perfektes Matching ist, es muss nicht mal ein perfektes Matching sein, es reicht irgendein anderes Matching, wenn ich hier die Kantengewichte aufsummiere, dann habe ich jeden x-Wert höchstens einmal aufsummiert und jeden xy-Wert höchstens einmal aufsummiert in dieser Ungleichung hier oben. Und damit ergibt sich insgesamt diese Ungleichung. Und Sie sehen transitiv, diese Ungleichung, das Matching, was wir berechnet haben, hat größer Gleichgewicht von dem Matching, was wir hier angenommen haben. Das Matching, was wir konstruiert haben, ist maximal. Ja, einfach nur aus dieser einfachen Sie sehen, wie strikt die Kontrolle durch diese X und Y sind, dass plötzlich der Beweis sehr einfach geworden ist. Einfach nur einsetzen. Wir setzen ja nur die Invariante ein und schon haben wir es bewiesen. So. Hier ist noch eine Nebenbemerkung dazu. Was wir bewiesen haben ist, wenn wir ein perfektes Matching haben, dann hat es maximales Gewicht genau dann, wenn wir x und y finden, wenn es solche Knotenpotenziale x und y gibt, sodass für jede Matching-Kante das Gewicht gerade der Summe von dem x und y-Wert ist. Ja, ähnliche Situation, wie wir es immer wieder hatten, so eine Min-Max-Relation. So, Komplexität noch und dann sind wir auch durch mit diesem Algorithmus und damit mit dem ganzen Semester. Die Behauptung ist, dass die Komplexität jetzt in n hoch 3 ist, wobei wir wieder n als Knotenzahl haben. Kantenzahl spielt jetzt keine Rolle. Die Kantenzahl ist ja gerade jetzt dadurch, dass wir einen vollständigen bipartiten Graphen haben, ist die Kantenzahl, was ist das, quadratisch in der Anzahl der Knoten. Ja, also da brauchen wir mit der Kantenzahl nicht herumzulavieren. Es macht keinen Sinn, die Kantenzahl in die asymptotische Komplexität reinzutun. Anstelle von m, wie der Kantenzahl, können wir genauso gut n² reinsetzen. Das ist völlig identisch bei dieser Art, bei vollständigen bipartiten Graphen. Also, und das, genau das machen wir auch. So, Schritt 2 ist O von höchstens n mal, höchstens Knotenzahl häufig. Was ist Schritt 2? Augmentierende Pfad, Schritt 2 und Schritt 3 natürlich dann zusammengenommen, kann höchstens n mal passieren, weil das maximale Matching höchstens n Kanten oder n halbe Kanten haben kann. Die Anzahl der Elemente im Matching wird niemals vermindert, sie wird immer in jedem dieser Schritte um 1 erhöht. Und kostet jeweils n Quadrat Zeit. Das ist erledigt. Schritt 4, das ist dieser ganze Brimborium mit der Aberreszenzaufbau und entlang der und in den Knoten, die zur Aberreszenz gehören, jeweils die x- und die y-Werte verändern. Schritt 4 kann höchstens n Quadrat oft ausgeführt werden. Und hier kommen wir zurück auf den Punkt, wo ich sagte, momentan war mir nicht ganz erinnerlich, ob es auch mal sein kann, dass eine feasible Edge wieder infeasible wird, wenn wir das Matching erhöhen. Das ist nicht der Fall. Das hat sich jetzt hier, denke ich, daraus gesehen. Es wird nie wieder eine Kante infeasible, dadurch, dass die jemals feasible geworden ist. So, jede Kante
kann höchstens einmal Fiesel bewähren. Wir haben quadratisch viele Kanten drin in der Knotenzahl, also O von n Quadrat viele Ausführungen von diesem Schritt 4, Aboreszenz aufbauen und x und y in diese Aboreszenz ändern. Und wie viel kostet das, Schritt 4? Naja, Schritt 4 baut einmal eine Aboreszenz auf. Wir gucken uns jeden Knoten und jede Kante höchstens einmal an. Da drin, das heißt also, lineare Zeit dauert jede einzelne Ausführung von diesem Schritt hier unten. Achso, 3 bis 6 hätte ich hier schreiben sollen, nicht nur Schritt 4. Schritt 3 und 4. So, 3 and 4 are executed. So, Steps, achso, muss ich das auch in Plural setzen? Steps 3 und 4 requires so viel Zeit. So, jetzt haben wir endlich richtig Denglisch erreicht. So, dann kann ich das aber noch schnell hier oben nochmal richtig basteln, damit das dann nicht falsch hier im Video stehen bleibt. Wo waren das? Hier. So, S gesetzt 0 und T, ich mache das jetzt zu Fuß. Ich versuche es jetzt nicht mehr mit den und hier war das ich versuche es nicht mehr mit der History, das klappt wahrscheinlich jetzt nicht so schnell, Vorführeffekt. So war es aber. Genau, so war das vorher, nicht? So, dann steht es jetzt auch im Video korrekt wieder da. Gut, damit bin ich mit diesem Algorithmus durch. Gibt es Fragen dazu? Gut, wenn es da keine Fragen dazu gibt, dann sind wir insgesamt mit der heutigen Vorlesung und damit gesamt mit diesem Semester, was die Vorlesungen angeht, durch. Möchte ich mich bei Ihnen nochmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit durch das ganze Semester hindurch bedanken. Und wir sehen uns dann bei den entsprechenden individuellen Terminen, was keine Drohung sein sollte.